sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren vor den Bildschirmen und auf der Galerie. Wir haben heute schon sehr viel über die besonderen Leistungen der kleinen und mittelständigen Unternehmen gehört. Die KMUs sind eben der Wirtschaftsfaktor, der Motor, die Herz und die Seele der Wirtschaft. Aber im ganz Besonderen ist dieser Faktor für die Tourismus-, Freizeitwirtschaft und für die Gastronomie wichtig. Im Gedenken dessen, dass Familien dahinter stehen und Familien sozusagen für die Leistungen, die in diesen Bereichen erbracht werden, das Besondere, heute auch schon angesprochene Finanzierungsdesaster, das Problem der Kreditklemme, ein besonderes Risiko für die Familien und für diese Unternehmen darstellt, ist es mir im Besonderen wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass es wirklich keine richtigen Alternativen zu der Bankfinanzierung gibt. Es wird nur mehr ein Drittel der Familienbetriebe der KMUs über Banken finanziert, der Rest finanziert sich sozusagen aus dem Cashflow, finanziert sich aus Lieferantenkrediten beziehungsweise wird aus ersparten, versteuerten Familiengeld, das für diese Tätigkeiten herangezogen wird, in wie bekannterweise 60, 70, 80 Stunden und mehr für das aufgewendet wird, und daher ist eben dieser Entschließungsantrag für mich problematisch, wenn man sich überlegt, eine Registrierkasse ist für viele Kleinst- und kleine Wirte, Familien ein Problem, und dann sprechen wir von alternativen Finanzierungsformen, von Crowdfunding. Diese Familien, diese Personen sind völlig überfordert. Man muss sich vorstellen, wenn man nur für diese Bereiche, gibt es nach meinen Recherchen zwei lokale Plattformen, die auch diese Themen Tourismus, Wirtschaft, Gastronomie behandeln. Der Rest dieser alternativen Finanzierungsformen bzw. diese Plattformen des Crowdfunding befasst sich mit dem gar nicht, und daher ist die Frage, es finden sich die Investoren mit den Firmen nicht zusammen, es ist global aus dem Zusammenhang gerissen, es gibt keine Sicherheiten, das System funktioniert für einen ganz, ganz kleinen Teil des Tourismusbereiches. Wenn ich jetzt hernehme, dass das Hotelprojekt vom Hermann Mayer mit diesen Billighotels, die haben natürlich eine Chance aufgrund der Bekanntheit, auf der Tatsache, dass wirtschaftlich hier eine Basis besteht, aber der Wirt in St. Egid, der Karl-Wirt in Dürnitz, der mit diesen Dingen nichts an einer Erfahrung hat, wird hier keine Chance haben. Daher mein Ersuchen, es muss die Politik dahinter stehen, dass die Banken unsere KMUs und die Wirte und Gastronomen finanzieren. Die Klein- und Mittelbetriebe seien Herz und Seele der Wirtschaft, sagt Thomas Schellenbacher von der FPÖ. Die alternativen Finanzierungsformen seien für Klein- und Mittelbetriebe nicht geeignet. Nächste